Herz Podcast. Nachgedanken am Mittwoch. Hallo und herzlich willkommen bei den Nachtgedanken am Mittwochabend zu dem Thema, das du gewählt hast. Und du warst wieder sehr fleißig. Du hast ein Thema gewählt, das vielen unter den Nägeln brennt. Wahrscheinlich 63%, denn so wurde abgestimmt. Junge Leute, die einen belächeln. Oder wie kann man das Ganze noch zusammenfassen? Hilfe, ich fühle mich nicht ernst genommen von jungen Leuten. Das ist wohl jedem schon mal passiert, der jenseits der 50 ist. Und da habe ich gerade mal so ein bisschen reflektiert und mit 30 ist mir das nicht passiert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein 15-Jähriger, als ich 30 war, mich belächelt hat. Das kommt mit zunehmendem Alter und da ist es doch wirklich angebracht zu sagen, ich bleibe so ein bisschen am Puls der Technik. Ja, ich habe auch schon einige Grinsattacken am Anfang erlebt, ja, als ich erzählt habe, meine Frau und ich sind auf YouTube und machen Videos und Podcasts, ja, aber als wir dann, als es dann immer mehr und mehr Abonnenten wurden, jetzt sind es fast 30.000, da ging das Grinsen schon aus dem Gesicht und dann kam das eine oder andere ehrfürchtige, ja, wie machst denn du das, wie macht denn ihr das und dass ihr diese Thumbnails machen könnt und also ja, also und da merkt man dann wieder, man muss sich beweisen, was, ich gebe jetzt mal einfach mal so aus meiner Sicht Tipps, was man vermeiden sollte. Du bist 40, 50, 60 oder älter. Du hast dir ein neues Gerät gekauft, ein Player, Rekorder oder ähnliches. Du bist zu faul, das durchzulesen, sondern gibst das gleich an deinen Sohn, an deine Tochter, an deine Enkelin weiter. Falsch. Nimm die Bedienungsanleitung und versuch es erstmal selbst. Denn selbst ist die Frau, selbst ist der Mann und man muss es probieren. Wenn man es nämlich nicht probiert und das gleich an die andere Generation abgibt, dann denken die natürlich, boah, Opa, Oma, Mama, Papa, die können das nicht. Ne? Nein, immer sagen, ich versuche es und ich bin ja sowieso ein Verfechter, ich probiere es so lange, bis es klappt. Auch wenn ich zwischendurch, was weiß ich, die Dinge durch die Gegend haue oder durch die Gegend schmeiße, aber ich bleib dran, bis ich irgendwie eine Lösung gefunden habe. Und das empfehle ich euch auch. Und wenn euch ein junger Mensch ins Gesicht lacht, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fragt, warum grinst du? Erklär mir das mal. Das sind halt die, so wird es vielleicht ein Akademiker machen, ja. Erklär mir mal, warum du mich jetzt auslachst. Oder ihr sagt ganz salopp, bin ich heute wieder so schön, dass du mich so angrinst. Ja, damit kann man die Lage schon mal entspannen. Und dann kannst du gleich sagen, und denkst du, ich schaffe das nicht? Ich werde das schaffen. Ich bleibe am Ball. Und wenn ich es dann doch nicht schaffe, kann ich dich ja fragen. Denn du siehst aus, als ob du alles besser weißt. Ja, das war's wieder bei den Nachtgedanken am Mittwochabend zu dem Thema, das du gewählt hast. Langsam gehen mir so ein bisschen die Themen aus. Ich werde jetzt nochmal drei Themen in die Community setzen. Ich werde mich auf alle Fälle darum kümmern und vielleicht ist ja das eine oder vielleicht ist ja die eine oder andere schöne Idee dabei und wir greifen das auf. Also schreibt, haut in die Tasten und vor allen Dingen bleibt, wie ihr seid. Aber versucht immer am Puls der Zeit zu bleiben, denn alt ist man erst, wenn man die Hände in den Schoß legt, sich in den Ohrensessel setzt und sagt, nein, ich mache nichts mehr, ich bleibe auf meinem Stand. Das ist ein Fehler. Nie machen, sonst seid ihr schon tot. Bis nächste Woche und eine gute Nacht. Schaut auch gerne mal in die Hörspiele rein. Da gibt es das eine oder andere, bei dem man richtig schön einschlummern kann. Aber bitte dann keinen Thriller nehmen. Tschüss.